Willkommen zu meinen Weinempfehlungen für die Terrasse. Der Frühling steht vor der Türe. Ich hoffe, ihr habt die Terrasse schon fit gemacht. Ansonsten macht das jetzt am besten schön aufräumen, einen schönen Tisch hinstellen, schönen Stuhl hinstellen. Und dann brauchen wir nur noch einen schönen Wein. Am besten einen leckeren Weißwein oder einen Rosé. Ich habe mich jetzt auf Weißwein fokussiert für meine drei Terrassenempfehlungen. Mit einmal quer durchs Lager und diese drei Weine habe ich für euch gefunden. Einmal den Lugat Green. Lugat ist unsere neue Weinreihe aus der Gascogne und der Green ist der halbtrockene Wein, eine Mischung aus Sauvignon Blanc und Grand Marsan. Sauvignon Blanc passt eh toll in den Frühling mit exotischen Aromen, mit Frische, mit viel Säure und Grand Marsan hat auch viel Aromatik, aber eher so gelbfruchtige Aromatik. Die gepaart mit der grünfruchtigen vom Sauvignon Blanc gibt einfach einen tollen Wein, der keine Ecken und Kanten hat. Das heißt, wir haben keine Bittertöne, wir haben einen schönen langen Nachhall, der geht einfach runter wie Öl, der Wein. Halbtrocken, habe ich ja schon gesagt, das heißt, wir haben hier ein ganz klein bisschen mehr Restzucker drin, was so ein bisschen die Säure auch rausnimmt. Und dadurch ist es einfach ein toller, harmonischer, perfekter Wein für den Frühling. Also meine erste Terrassenempfehlung, der Lugat Green. Dann bleiben wir in Frankreich, gehen aber ins Languedoc. Da habe ich den Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, weil er aus der Lage kommt, Clos de Roc. Also die Trauben kommen aus der Lage. Und das ist ein Chardonnay mit einem Hauch von Holz. Chardonnay ist ein schöner, frischer Chardonnay. Das heißt, wir haben hier auch einen frischen Wein, der eine angenehme Säure hat. Natürlich keine sehr starke Säure, wie es für ein Chardonnay normal ist. Und wie gesagt, der Hauch von Holz, der erweitert einfach noch dieses Aromenspektrum. Und wir haben hier einfach einen klasse Wein, der alles abdeckt und der richtig Spaß macht, vor allem, wenn die Sonne scheint. Also der Rock'n'Roll Chardonnay, meine zweite Empfehlung aus dem Languedoc. Und dann gehen wir mal nach Deutschland. Ich habe hier für euch noch den Bababoui Sauvignon Blanc. Bababoui kommt aus der 19th Hole-Reihe. Das ist unsere Golf-Reihe mit dem Weingut Klaus Meyer, für die sich mittlerweile der Marius Meyer verantwortlich zeigt. Man muss dafür kein Golf spielen. Das Einzige, was hier wirklich Golf ist, ein bisschen die Namen und das Motiv. Aber Golf ist draußen, Terrasse ist draußen. Deswegen passt zu beidem super. Wir haben hier einen reinsortigen Sauvignon Blanc. Das heißt, wir haben hier viel Frische, eine schöne Mineralität. Wir haben auch wieder exotische Aromen und einfach alles. Aber wirklich alles, was in den Frühling, was unter die Sonne gehört. Also meine dritte Empfehlung für eure Terrasse ist der Bababoui Sauvignon Blanc. Alle Weine kosten bei uns aktuell unter 10 Euro. Ist ja auch immer so ein wichtiger Aspekt, wenn man auf der Terrasse sonntagnachmittags einfach ein schönes Weinchen trinkt, dann muss es ja nicht gleich wehtun im Geldbeutel. Unsere drei Weinempfehlungen für die Terrasse. Habt ihr keine Terrasse, dann könnt ihr natürlich auch auf dem Balkon trinken. Habt ihr keinen Balkon, dann bewaffnet eure Kühltasche mit Akkus und steckt die Weine rein und trinkt sie draußen im Park, auf der Mauer, egal. Hauptsache schönes Wetter, Hauptsache guter Wein und am besten noch Hauptsache gute Freunde.